Gerade an der Lebensmittelversorgung Ja, und du und am das ist ein Hausbau. Creeper. Seit du Hey, wäre schon nicht gut. Nee, ich will ja auch nicht zu viel verraten hier. Ja, ist klar, ist klar. Oha. Und dann reißen wir es ab und bauen was Cooleres. Really, nigga? Hola amigos und willkommen wieder zurück zu Attack of the B-Team. Jetzt muss ich selbst überlegen, wie wir heißen. Hallo. Bereits Folge 6. Mit dabei ist natürlich wieder Flo von Flo Let's Play. Hallo. Und Mr. X, der. Nein, der ist gar nicht da, hat er gesagt. Ja, ja. Der ist nicht da, der ist der Hallo, ich hab auch mitgespielt. Leise, du bist nicht er da. Er ist der Überraschungsgast, also ich verrate ja. Aber nicht. Er hat der ist natürlich der Überraschungsgast. Professionell hat er sich verdrückt, bevor wir hier gestartet haben mit der Aufnahme. So. Oh, das war nicht gut. Oh, das war. Ihr seht, ein halbes Herz Schaden. Professionelles Spiel geht weiter. Ja, und so professionell wie ich auch bin, ich habe was total vergessen. So. Deine Aufnahme zu starten. Jetzt. Nee, das habe ich gemacht. Aber ich habe die Helligkeit. Ach so. Hier stand bei mir nur auf düster. Ja, ist ein düsteres Spiel. Das passt schon. Also. Ja, so, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Also ich weiß ich das gar nicht mehr. Ich war gerade an der Lebensmittelversorgung. Ja, und du und am das ist Haus ein Creeper. Seit. Du. Hey. Wäre schon nicht gut. So, ich habe gerade mein Prä-Intro gefunden. Ja. Was? Ja. Müssen wir ja, glaube ich, nicht viel drüber reden. Was hast du schon gefunden? Mein Prä-Intro. Ja, das habe ich verstanden. Ja, als der Creeper direkt neben dir explodiert ja, ist. Ja, dieses. In meinem Garten. Ja. In deinem Garten. So fisch. So, wo war ich denn stehen geblieben? Ich brauche Haus. Ganz, ganz viel, wie heißt das? Das ist Fichtenholz, glaube ich, ne? Warte mal, wieso habe ich da Eichen? Du brauchst ja noch mit gemischtem Holz, ne? Also, nee. Erst das braucht er 20 Folge für eine kleine Hartz-IV-Hütte, wie wir sie benannt haben, und dann. Ey! Das sieht im Texture Pack identisch aus. Das Eichenholz und das Fichtenholz sieht komplett identisch aus. Da gibt es keinen Unterschied hier. Ich sehe es nur gerade im Namen. Oh, scheiße. Oak. Ich habe hier lauter. Oh, das stimmt. Da ist Bruce zwischendrin. Stimmt. Ja. Du hast recht. Die Ständer sind Fichtenholz. Bruce, Oak. Das sieht eigentlich ziemlich gleich aus, ja. Oh, ach, ich hab nö. Da ist Bruce zwischendrin. Was, der Bruce? Ah, jetzt schmeiß doch nicht die Axt weg. Och nee, das gibt's doch nicht. Das sieht so. Das sieht bei mir komplett einheitlich ja, aus. Ja, bei mir gibt's auch. Ich hab's gerade auch gesehen. Oh, ja, gut. Ich glaube, wenn's bei euch auch so einheitlich aussieht, ist das ja dann scheißegal, oder? Schon, ich hätte mir ja vorher schon drüber gelästert. Es gibt bloß ein Problem. Was? Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Du hast eine Minimap. Ja, aber die hilft mir gerade wenig weiter. Dann fragt jemand. Ah, ne, Männer fragen ja nicht, ne? Nein. Die fahren so lange, ja. Bis es nicht mehr weitergeht. So, ich habe mal so Grundgarten angelegt mit Weiz und mit Kartoffeln. Boah, zum Glück habe ich es gefunden. Ja, das ist gut. Und die verrückte Sache kommt danach. Jo. Also so verrückte Sachen wie Erdbeeren und so, ne? Also genau. Völlig weltfremdes Zeug. Ja. Nie gehört sowas. So, dann musst du. So, dann gehe ich jetzt erstmal Holz kloppen. Für unser Häuschen. Das hat irgendwann fertig ja, wird. Ich seh dich. Wenn du Weizen hast, Schafe, ich brauche ganz, ganz viel Wolle für das Haus. Wolle? Oh, ja. Entweder brauchen wir. Ja, ich meine, entweder das. Oder ganz viel, ist jetzt eine gute Frage, wie es heißt. Moment, ich muss gerade gucken. Oh, shit, das Ding ist ganz schön riesig. Oder Quarz. Oh, ich glaube, wir bleiben bei Wolle.
Dann nimm doch Marmor oder sowas. Marmor kann doch auch. Nee, das ist ja nicht weiß. Ach so. Ich brauche weiß. Ach so, bei. Stimmt, das kann. Ich brauche einen weißen Block für das Haus, was ich bauen will. Ja, ist schon spezieller. Da braucht man. Das ist auch irgendwie der einzige Stil, den ich bauen kann. Was weiß? Nein, halt. So das Stil von dem Haus dann später. Okay. Nee, ich will ja auch nicht zu viel verraten hier. Ja, ist klar, ist klar. Oha. Und dann reißen wir es ab und bauen was Cooleres. Also so. Aber was ist cooler? Da hat wieder Geheimnisse vor mir. So, was Cooleres? Das ist ein Schwein, das ist ein Schaf. Ja, und das lock ich einfach mal. Die am besten tame und dann irgendwie. Komm her, Schafi. Das Schaf ist aber weiß, hoffe ich, ne? Ja. Gut. Ui, ich denke mal so mit 26 Wolle, das wird doch reichen. Ja, wir haben ein Schaf. Läuft doch schon mal. Da ist noch ein braunes, aber das ist halt braun. Ich habe hier auch ein weißes. Ah, okay. Ja, ist ja gut. Ich habe dich ja nicht gesehen. Komm, Schafi, guck nicht so doof. Also diese Schafe gucken einfach immer nur doof, oder was? Ja. Was ist da mit dem Schwein? Das fliegt als... Die Schafe, die gucken... Warum lässt sich das Schwein von Weizen locken? Ah, das ist kein... Doch, das ist... Die Schweine laufen mir auch nach, wo ich die Weizen in der Hand habe. Echt? Haben die da was geändert hier für... Ja, du, ich meine, dann haben wir Fleisch. Das ist auch okay. Aber ich bin gerade überrascht. Nee, ich meine, da muss halt einer von uns noch einen Stall bauen. Ja. Ja, du. Chris. Irgendjemand, du. Ja, genau. Jetzt muss ich hier wieder bauen, weil ich ja so der super Bilder bin. Oder beziehungsweise wir können ja hier auch. Ach, das du, wir spielen Minecraft, das bleibt nicht aus. Das kriegt man schon hin irgendwie. Achso, einmal Garde haben wir jetzt auf die andere Seite. Du, wir haben ja Dirt genug, ne, für einen kleinen Hartz-IV-Stall. Ja, bauen wir alles ums Haus rum. Das Problem ist nur, dass dein Haus halt in der Luft schwebt. Wir haben da ein riesen Loch zum Füller. Eigentlich. Ja, das wird auch noch zugemacht. Das Haus bekommt auch noch einen großen Keller. Ja. Da wo später unser Lager ist. Halt mir eine ganze Truhen und so. Das ist klar, aber ich baue halt auf ebenerdig zum Haus im Moment auch unsere Gärten und so. Also ich habe Schafe gerade echt hier recht genug gefunden. 4 Stück. Luxe. Ja, dann hol die doch her. Weizen, ne? Nee, habe ich nicht. Aber die rennen wohl kaum weg. Ich hab's gerade nicht. Also meine Frisur sieht auch geil aus, sehe ich gerade, sehr schön. Ja? Ja, oh, ich schön. War noch schnell mit dem Hund spazieren, im strömenden Regen, habe einfach eine Mütze über den Kopf gezogen und genauso sieht es so. Jetzt aus. Ich hätte es vielleicht anlassen sollen. Ja, mit Sicherheit. Aber gestern bin ich nach unserer Aufnahme noch rausgegangen, aber da ich heute, also morgen früh raus muss, da ist ja mein Mann mit der Telefonzelle, habe ich es halt noch vor der Aufnahme gemacht. Ja. Vorbildlich, ne, wie es jetzt gehört. Ja, nicht schlecht. Du hast dich vorbereitet. Ich so wie ich immer. Ja, das war's auch an Vorbereitung. Also irgendwie die Himbeeren neue Melonen, weil die. Ich hab mich noch umgezogen. Das war's. Nee, ich habe auch noch mein nasses T-Shirt an, also. Echt jetzt? Okay. Na gut, cool. Es ist ja nur an der Schulter irgendwie nass, wo da ist die Jacke wohl nicht mehr dicht. Okay, das ist doof. Das ist aber schon stimmt. Wie viel Holz habe ich denn jetzt schon? Oh, aber ich hatte keine sauberen T-Shirts mehr im Schrank. Ich musste das anbehalten. Oh. Ja, hallo, es war Urlaub und Weihnachten. Irgendwie haben wir einen Wäscheberg da liegen. Ja, hat deine Frau nicht gewaschen oder was? Die hat ja auch Urlaub. Also ich ja, unverschämterweise denkt sie, sie hat auch Urlaub, ne? Du, da hat sie doch Zeit. Ja, ne, habe ich auch gesagt, aber die Frau von heute, die... Und dabei... ja. Nee, ich halte lieber meine Klappe, sonst mögen mich die weiblichen Zuschauer nicht mehr. Grundsätzlich hast du recht, aber sie ist halt anderer Meinung. Komisch. Wieso das denn? Hast du die Leine zu lang gelassen? Ja, weiß ich ja, wie es ist. Ah. Das wollte ich doch gucken. Ich hab hier massig Mist. Unsere Kisten sind auch schon voll. Shit, das sind auch meine schon 13 Wolle in der Kiste, ne? Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, ich pflanze hier oben auf dem Berg nochmal ganz viel Fichten an. Aber was haben erst wenn ich hier komplett einmal so ein bisschen abgeholzt habe.
Ja. Den Berg mache ich gerade weg, dann mache ich den Stall hin. Ja, ich meine hier oben auf dem Berg. Achso, ne, da kommen. Da kommen so ein paar Riesenfichten. Warum hin. Sieht dieser Hut irgendwie falsch aus? Du hast einen anderen Hut an, ne? Ja. Was Gelbes, was hast du da an? Käsehut. Hast du einen Käse auf dem Kopf, oder? Ja, das ist ein Käsehut. Also, da hab ich doch richtig fast gesehen. Oh, hoppla, ich hab da irgendwas auf. Käsehut? Aufgemacht. Ja, ich hab gerade hier ein Schaf gesehen, der hatte. Das, der Schaf. Der Schaf hatte der des Schaf hatte, Käsehut. Der Schaf hatte des Hut. Ja. Schön. Oh. Das ist ja nett vom Schaf. Kann ich da eigentlich runterscrollen? Und dann hatte ich noch so ein. Ja, doch hier irgendwas. Was hast du jetzt auf dem Kopf? Ne? Na, ne. Ja. Eine Frikadelle, würde ich sagen. Eine Frikadelle hat er auf dem Hut. Eine Schigi, okay. Eine, aber nicht, das sieht nicht aus wie ein Schigi. Eine. Oh, was ist denn der Schigi? Jetzt hat. Schildkröte. Was ist Schigi? Eine Schigi. Ah, eine Spinne. Jetzt bin ich gerade weggeflogen. Ah, oh, da unten ist ein eine Spinne mit einem Skelettreiter. So, ich hatte über ein Stack. Wie doof, ich dachte, es wäre jemand von euch. Von dem Baumsetzling. Du hast ganz schön viel. So, erstmal hier den Müll loswerden. Ich wurde gerade beschossen und dachte, ihr seid's. Ach, was, wir doch nicht. Was aussieht wie eine Spinne mit dem Hut, aber es war kein Hut, sondern es war ein Skelett. Okay, ein Skelett sehe ich auch gerade hier. So, eigentlich wollte ich mir noch eine Schaufel. Toll, und genau dann geht mein Schwert kaputt. Ich drehe. Ich eine wollte Schaufel grad machen. Irgendwo noch hin, aber ich habe vergessen, wo da, ich hin wollte. Da das ist Skelett im Haus. Schaf rum. Das sind ja, zwei Skelette. Das hab ich so gemacht. Ja. Alter, was? So, ich baue da mal ein bisschen weiter. Ich hab hier irgendwie Skelette mit Maschinengewehr oder so. Was? Scheiße. Also, ich bin schade. Oh, warte. In unserem Haus sind Skelette, die rechts. So, ich hab mir gerade ein paar Erfahrungspopel von dir geholt. So nett bin ich schon mal. Die haben richtig Feuergeschwindigkeit eben gehabt, die Skelette. Also ja, das sieht irgendwie anders. Ey, aua! Ja, ich habe kein Schwert mehr, sonst hätte ich euch geholfen, aber. War ein bisschen das ist ja auch ein cooles Tal. Also. Die Hügel hier sind sehr. Oh, nee, warte. Ah, ich brauche noch so viel gerade. Da ist eine coole Spinne mit. Was wie viel Eisen haben wir eigentlich? Wir haben genug, glaube ich. Ne? Aber echt cool, dass dein Grabstein in der Luft ist. Also, ja, weil ich geflogen bin beim Sterbe. Die Spinne da hat gerade einen Hund. Einen Hund oder so als Mütze. Das ist doch schon wieder was gebongen. Was war denn das? Hier ist doch wieder ein Skelett. Wo? Bist du Spinner? Der kann wenigstens nicht gerade nach das oben Das wird schießen. Auf. Au. Hörst du auf? So. Ach, ich habe jetzt eine hübsche Mütze. Ich habe einen kleinen Hund als Mütze. Oh. Das ist so ein Puppy da. Oh, da ist ein Creeper in unserem Haus. Ich hatte gerade Lex. Es wird echt Zeit, dass wir eine Wand kriegen. Das ist eine Kartoffel. Eine Dachschräge. Ah, oh, schade, keine giftige. Was? Okay, Bitte nicht explodieren. Ja, lol, der hat einfach mal das Feld kaputt gemacht. Ja. Was? Welches? Da, ja? Ja, das, ja, aber da war ja nichts gewachsen. Da ist, guck mal, da ist eine Kartoffel gewachsen inzwischen. Kann man direkt mal hin. Was denn für ein Feld? Ich sehe nur zwei Felder. Was habe ich denn jetzt gerade gesetzt? Was sind cool. Pineapple Cubes? Pineapple. Was ist ein Pineapple? Ananas. Ananas. Ja, sorry, Alter. Ich bin halt nicht so gut. Dein Französisch ist nicht so gut, ne? Habt ihr Französisch, also. Was? Okay. Ach, und wir brauchen. Wer Gott, hat ein ich Schwert? Komm jetzt. Hier sind zwei Creeper, einer hat ein Geschenk auf dem Kopf. Und dann. Oh. Meiner, wo und ist der Creeper? Zombie mit dem Schwert. Lol, geil. Ich habe nämlich nichts. Doch, ich habe einen Bogen. Jetzt hat den einer. So. Aber ich habe ganz schön viel platt gekloppt hier im Feld. Bist du hier der Zombie mit dem Schwert, weil der so komisch rumläuft? Ich auch nicht. Nee, der ist einfach nur ein Zombie, aber ich habe nur einen Bogen in der fliege, Hand. Ich fliege nur in der Luft. Ja. Ich brauche auf jeden Fall ganz viel Weizenblöcke.
13 Blöcke. Jetzt übertreib mal hier nicht mit deiner Deko-Phase hier. Da wird das komplette Dach draus gemacht. Also ich brauche wirklich viel. Wir sind echt die Farmer. Viel. Ich da kommt schon wieder viel. Ein Zombie mit irgendwas auf dem Kopf. Das heißt, das ganze Erweizen, das wir bekommen, wird nicht zu essen gemacht, ne? Nur, dass ihr nein, schon mal Bescheid wisst. Nein, ich hab mich verwandelt, glaube ich. Hotdogger. Oh, Mini-Zombie! Süß! Mini-Zombie! Aua, der haut mich, der macht mich tot! Tomaten oh Mann. Und Erdbeeren. Was wollte ich eigentlich machen? Ich habe die Schaufel eigentlich genommen gehabt und das. Und vielleicht sollten wir uns irgendwann auch mal Rüstungen machen, ne? Aber. Aber also ich bin ja bekannt dafür, nie Rüstungen zu haben. Ich habe auch schon so. Beiträge gehabt unter meine Videos. Warum magst du dir keine Rüstung? So, gute Frage eigentlich. Also, weiß nicht. Vor lauter Baue. Ja, das kommt mir bekannt vor. Weil es so Standard ist mit Rüstungen hier. Mädchen tragen Rüstungen. Ich stehe mehr so oberkörperfrei, Barbaren-Style. Ach so. Du hast blöd, dass mein Spieler einen Mantel anhat. Nein! Und ich bin eine Fledermaus, also was soll's. Genau, mehr vor dich hin, boah. Ach man, ich baue noch zu weit. Die Wolle klaue ich ihm trotzdem. Hast du eine Schere schon? Ja, zwei Eisen. Das ist entbehrlich. Ja, okay. Entbehrlich? Irgendwie so ist ja mal Wurst. Ah. So. Da steht das Schwein rum, guckt durch. Ja, auch so, dass nicht nur Monster irgendwelche Köpfe irgendwie haben. Da haben nur Köpfe, ja. So, wie viel Eisen haben wir hier drin? Also man auch sein eigenes Kopf kann man droppen, ja? Nee, ich meinte damit eigentlich nicht nur Monster haben hier Hüte, sondern Hüte jeder. Und auch normale Mob. Ja. Das. Ja, ist richtig. Das. Aber was auch witzig ist, also auch man droppt ja so Köpfe und das machen auch, also auch selbst wenn man stirbt, wird man kann man Köpfe droppen. Okay. Hm. So, mein Schwert soll ich vielleicht bei mir behalten. Ich habe Inventarprobleme, ganz gewaltige. Ich habe gerade eine neue Kiste. Nicht nur du. Gerade eine neue Kiste hingestellt. Oh, Flo, ich habe was für dich. Eine Kaffeebohne. Alles in die Kiste rein hier. Ja. Ich baue gerade im Moment noch Gehege für unsere Schafe. Was ist das denn? So, das ist ein Schwein. Ja, ich glaube, wir brauchen dann eins für Schafe und eins für Schweine, ne? Ja. Ich schau noch, dass ich ein bisschen Essen herbringe. Ich weiß gar nicht, was es denn da. Fälle mal die Kiwi-Bäume einfach und setze wieder neu. Da sind ja Kiwis dran. Ja, ich versuche auch ein bisschen hier neue Nahrung mit rein. Ach so, ja, für die Vielfalt. Ja. Wir machen wieder die ersten 15 Minuten rum für heute. Ach ja, stimmt. Das ach Mensch. Sorry, nee. Ja, Chiggy! Schön, neue Schaufeln. Schicki! Jo, stimmt. Mehr. Oh, das sind zwei Schickis! Oh, wie er sich theoretisch freut, gibt's hier ja ganz viele coole Tiere. Wir müssen alle töten, wir Pikachu! Verfreund. Was ist ein Pikachu? Das ist wahrscheinlich ein Hamster oder so. Ich hab's getötet und fall jetzt aus der Luft. Ne? Ist genau, was ich gesagt habe. Du hast Pikachu getötet! Oh, guck mal, was für coole Tiere. Ich hab's getötet. Hat eine Enderperle getroffen. Wow. Und was hat's getroppt? Eine Enderperle, die ich nicht aufsammeln kann. Achso, weil du vorhin. Okay, das ist doof. Das war mal eine Verschwendung von Pikachus, ne? Mhm. Okay, Leute. Eindeutig. Ich sag mal Tschüss, weil dann heißt es nicht wieder, ich hätte überzogen. Was guckt der Party-Enderman mich so an? Der Party-Enderman ist wieder Disco mache. Wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Mit Sicherheit. Wenn es heißt, drei Chaoten erobern die Welt oder so. Ich glaube, so habe ich mein Spiel genannt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ach so. Über den Titel. Okay. Hat sich irgendwie ergeben nach der ersten Folge. Ich weiß nicht warum. Komisch. Dann noch ein Schiggy werden. Das sind so viele. Ich habe schon einen Schiggy. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. So Leute, das war's für diese Folge mit Attack of the B-Team, mit dem Slushy Blue und dem Mr. X. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt's doch in die Kommentare und lasst uns eine Bewertung da. Für weitere Tipps sind wir
auf jeden Fall offen, denn für Inkompetenz haben wir Zeit. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal.